Leute, das Gewinnspiel wird endlich aufgelöst. Abseits, abseits, abseits. Mein Gott! Macht richtig Bock zur Zeit, ey. Lauf jetzt, Mann! Was sagt ihr zu Trainerfrei? Ei, Gurvi. Oh, ich sehe mal wieder aus wie ein Pennerle. Also, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Haare sind einfach das Make-up der Männer. Es ist einfach so. Ach so, und falls jemand fragt? Ich hab die Seiten auf null. Oha, oha, das ist doch mal eine Uhrzeit. Also, es ist Zeit, in der Conference League weiterzukommen. Und heute heißt es wieder Europapokal. Ihr wisst ja, es geht gegen Royale Union Saint-Gilloise. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich hab's einfach mal so französisch betont, dann wird's schon richtig sein. Hinspiel war ja eigentlich ganz cool, aber das mit den Ultras ist halt mega der Abfuck. Bin ich mal gespannt, ob das in Deutschland dann auch passiert, ob dann einfach mal eine Gruppe von Menschen, die nichts gemacht hat, einfach nur, weil sie dem harten Kern der Fanszene angehört, einfach mal alle verhaften. Verhaften wir einfach mal alle. Ist doch kein Problem. Für mich klingt das ziemlich illegal. Und ich finde, wir sollten die auch dann hier in die Kaserne schicken. Keine Ahnung, irgendwo dann umzingelt von Stacheldraht und Soldaten. Wäre doch dann auch einfach Fair Play, oder? Und zwischen Belgien und Deutschland liegt ja die Niederlande. Das heißt, wir haben Rugby noch in der Niederlande. Und ich muss euch ja nicht erzählen, was es in der Niederlande Schönes gibt. Ich hab jetzt Holzschuhe. Keine Ahnung, an was ihr gedacht habt. Heute ist es endlich soweit. Weil wir sind auch einfach vom Glück verfolgt. Ich meine, Sascha Kalajdzic direkt kriegt seinen dritten Kreuzbandriss. Das hat nicht mal Marco Reus geschafft. Also wenn einer einen Lauf hat, dann wir. Aber es gibt auch positive Nachrichten. Toni Kroos ist back. Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde. Willkommen zurück, Herr Kroos. Kroos will go for it and score! Ich will nicht ein Querpass, Toni, lesen von euch. Sieht ja echt noch krasser aus als im Internet. Auch dieses schwarze Bundesliga-Logo. Sheesh. Also, wer das haben will, ab jetzt im Shop. Also, das sieht schon sehr, sehr krass aus. Das ist ja wirklich spannend. Und apropos Trigo. Was denkt ihr denn, was hier Schönes drin ist und was heute übergeben wird, hä? So, Leute, das Gewinnspiel wird endlich aufgelöst. Wir haben den Gewinner hier. Komm her, mein Lieber. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Danke dir. So, das ist der Glückliche. Du hast also jetzt den Schal gewonnen. Er ist der Glückliche, der den Schal gewonnen hat. Na? Scheiße! Was denn? Den Schal. Wieso ist los? Ah, ich glaube, es war ein Trikot. Ja, war es ein Trikot. Guck mal, ob das Richtige ist. Weil, richtig geil, er hat sich nicht einfach irgendein Trikot aus dem Shop bestellt. Zeig mal selber. Zeig mal selber, was du wolltest. Was der wollte, ich kannte diese Seite gar nicht. Zu geil. Ja, ich mach mal. Und war der teuer, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, der hat mich hier in Unkosten getrieben. Mach einfach kaputt, ist doch egal. Ja, okay, anscheinend ist es nicht egal. Der war so der Marie. Wie ist echt stabil? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, das Trikot wurde veröffentlicht, als ich geboren wurde. 2005. Sein Geburtstagstrikot sozusagen, ja. Zu seiner Geburt. Wunderschön. Geil, einfach mit Fraport und dein geilster Sponsor, Mann. Das fehlt einfach. Das richtig, einfach. Richtig geil. Geiles Trikot. Vielen was sagt Dank. Die Schwester? Was sagst du? Was das ist ein Megatrikot. Wunderschön. Also da bestelle ich mir auf jeden Fall auch mal was. Das ist keine Werbung hier. Das ist keine Werbung. Aber da bestelle ich mir auf jeden Fall auch mal was. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Ich hoffe, es gefällt dir. Vielen Dank. Danke. So, dein Tipp für heute? Tipp für heute? Mein Tipp für heute ist 3-1. Ekiteke macht Doppelpack. Oh! Und das andere macht Bamouche. Ganz mir. Sicher. Ja. Dann gutes Spiel, ne? Gleichfalls. Das Pyrotechnik verboten.
Eckballtor. Hatten wir länger nicht. Pass auf. Na gut, nächste Ecke dann halt. Ich meinte gar nicht diese Ecke. Alter. Wieder ein eigener Fehler. Ich hatte Lust, mich jetzt 4 Stunden hinzusetzen und diesen Vlog zu schneiden. Den ja gefühlt keiner sehen will. Ich will ihn selber nicht mehr sehen. Das ist das Leben. Und das... Leben geht weiter. Was soll ich dazu groß sagen? Ich habe gar keinen Bock, irgendwas zu sagen. Es macht halt einfach zurzeit wirklich keinen Spaß, Frankfurt-Fan zu sein. Ich meine, wir müssen nicht immer gewinnen, aber die Art und Weise...
fuckt einfach nur ab, wirklich. Man fährt überall hin, man macht alles mit und so, man kriegt nur aufs Loch gefüllt oder spielt Scheiße oder sieht irgendeinen Scheiß und... Ja, mir fehlen noch ein bisschen die Worte. Der Einzige, den ich heute wirklich super fand, ist Robin Koch. Das ist der Einzige, wo ich sage, der war top, der hat alles gegeben. Der wollte unbedingt weiterkommen. Sorry, aber im Rest habe ich es nicht wirklich gesehen. Das, was uns ausgezeichnet hat, die letzten Jahre, zeichnet jetzt unsere Gegner aus. Gegen uns. Und wir sind jetzt die Leidtragenden sind. Und die qualitativ hochwertig sind und trotzdem da verlieren und so. Was bringt uns das? Was sagt ihr zur Trainerfrage? Ich bin echt kein Fan von diesem Trainer raus und ich werde es auch jetzt nicht machen, aber es wirkt halt ein bisschen ideenlos. Aber woran liegt es? Ich habe auch wirklich keinen Bock, hier groß rumzulabern. Heide!